Small Soldiers erschien 1998 auf den Game Boy in Europa und Nordamerika. Es wurde von Teartex Design Studios entwickelt und von THQ veröffentlicht. Wenig überraschend ist es das Lizenzspiel zu dem Kinofilm, der in demselben Jahr erschien. Bei dem Wort Lizenzspiel werden wahrscheinlich viele von euch zusammenzucken und wenig erwarten. Auf den ersten Blick scheint sich diese Vermutung auch zu bestätigen. Es erwartet euch hier ein klassischer Plattformer. Ihr steuert Archer, den Anführer der Gorgon Knights. Dieser ist relativ agil und kann springen, klettern und natürlich auch schießen. Letzteres ist jedoch seltsamerweise nur im letzten Level möglich. Das ist meiner Ansicht schon eine sehr seltsame Entscheidung. Ich meine, der Charakter heißt doch schon Archer, also Bogenschütze. Der Charakter hat sogar stets einen Bogen ausgerüstet in der Hand. Wieso kann ich diesen also nicht gegen die Gegner einsetzen? Der Hauptteil des Spiels besteht also eher auf Plattformer-Einlagen. Diese sind dann wenigstens gut gestaltet und das Wichtigste, ist die Steuerung denn wenigstens schön knackig und damit spaßig? Leider gestaltet sich die Steuerung aber nicht so einfach, wie ihr vielleicht denken mögt und wie es schon so viele Spiele in diesem Genre etabliert haben. Mit einem Knopf rennt ihr, mit dem anderen springt euer Protagonist. Aber das eigentliche Problem ist jedoch das Klettern bzw. das Hochziehen an Kanten. Dieses funktioniert leider nicht immer ganz gut oder genau, da die entsprechende Hotspot zu exakt getroffen werden muss. So kommt euch die Bewegung sehr schnell hakelig vor, da ihr eigentlich Gegnern ausweichen wollt, aber nicht weiterkommt. Der Umfang des Spiels ist auch nicht gerade der größte. Es warten insgesamt 5 Level auf euch, wobei diese alle nicht sehr spektakulär oder anders gestaltet sind und teilweise auch relativ kurz sind. Es gibt sogar ein Passwortsystem, welches jedoch seltsamerweise nur den Zugang zu den letzten beiden Leveln gibt. Für mich eine sehr seltsame Entscheidung. Technisch steht das Spiel okay da, für so einen späten Titel wäre da aber meines Erachtens mehr drin gewesen, aber allgemein geht's in Ordnung. Ehrlich gesagt habe ich bei einem Lizenzspiel auch nicht viel mehr erwartet. Was taugt Small Soldiers für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist okay. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist jetzt kein Totalausfall, jedoch gibt es dutzende Spiele in diesem Genre, die es einfach besser machen. Wenn ihr den Film mögt und etwas auf den Game Boy dazu spielen wollt, könnt ihr hier für einen günstigen Preis jedoch zugreifen. Das Spiel ist ein Japan-exklusives Spiel, wurde von Hudson entwickelt und auch 1992 veröffentlicht. Neben dem Game Boy erschien auch Versionen für den TurboGrafx-16, Game Gear und weiteren Konsolen. Zur Einfachheit werde ich das Spiel im Folgenden abgekürzt Dodge Denpai nennen. Das Spiel basiert auf einem gleichnamigen Manga. Das Spielprinzip ist eigentlich schnell erklärt. Ihr spielt quasi Völkerball. Es gibt also 2 Teams auf verschiedenen Seiten eines Spielfelds und einen Ball. Mit diesen müsst ihr dann die gegnerischen Spieler alle abwerfen. Gelingt dieses, muss dieser dann aus dem Spielfeld. Schafft der gegnerische Spieler jedoch den Ball zu fangen, kann dieser den zurückwerfen und so weiter. Wir haben es alle in irgendeiner Form wahrscheinlich im Sportunterricht in der Schule gespielt und daher sollte das grundsätzliche Spielprinzip bekannt sein. Besonders bei dieser Versoftung ist die Umsetzung und Präsentation des Ganzen. Dies ist nämlich durchaus Geschmackssache. Das Spiel basiert wie angesprochen auf einer Manga-Vorlage und dies wird auch entsprechend berücksichtigt, sprich es gibt viele überdramatische Szenen bei Würfen und viel Text. Dieser ist leider nur auf Japanisch und ich habe keinen Übersetzungspatch gefunden. Daher ist dieses für uns Europäer natürlich schwer zugänglich, jedoch habe ich eine gute Nachricht für euch, ihr könnt dieses Spiel bei Interesse trotzdem recht vernünftig spielen und braucht das nicht. Aber wie steuert sich das Spiel denn genau? Mit einem Knopf könnt ihr den Ball passen und mit einem anderen werfen. Solltet ihr letztere Option auswählen, wird euch die Wurfstärke bestimmt. Dies erfolgt ähnlich wie bei den meisten Golfspielen mittels eines Balken, der mit dem richtigen Timing angehalten werden muss. Danach wechselt das Spiel eine ganz eigene Ansicht und wir können dort auch noch die Richtung bestimmen. Analog sieht das mit dem Fangen des Balles aus. Um das Spiel noch etwas mehr Würze zu verleihen, gibt es dann auch einige Special-Würfe. Auf der technischen Seite steht das Spiel etwas gemischt da. Das eigentliche Spielfeld ist zwar sehr einfach, aber immerhin übersichtlich gestaltet. Mehr Liebe wurde da auf jeden Fall in die Gesprächsanimation gesteckt. Die Musik geht in Ordnung. Was taugt Dodge Denpai für das Game Boy heute noch? Wenn ihr mit der ganzen Laberei klarkommt und Völkerball auf dem System spielen wollt, geht das Spiel durchaus in Ordnung. Für uns westliches Publikum kann ich jedoch keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Ist das gut umgesetzt, jedoch eben Geschmackssache.
Dr. Franken 2 wurde von Motive Time Limited entwickelt und 1993 bei uns von Elite Systems veröffentlicht. Nordamerika hat das Spiel erst 1997 bekommen und Japan gar nicht. Wie der Name es schon vermuten lässt, ist es der Nachfolger zu dem Spiel Dr. Franken, in dem er denselben Protagonisten auf einer Suche nach Einzelteilen seiner Freundin durch ein großes Anwesen Rätsel mit Plattformeinlagen und Kämpfen navigiert. Diese Prämisse bleibt auch in dem Nachfolger natürlich unangetastet, wird aber hier und da etwas variiert. Grundsätzlich könnt ihr euren Protagonisten normal mit dem Steuerkreuz bewegen, ein Knopf lässt ihn springen und mit dem anderen könnt ihr attackieren. Auf diese Weise navigiert ihr dann durch die verschiedenen sehr ausladend geschalteten Leveln, die immer in jeweils verschiedene Räume unterteilt sind, die alle durch Türen und Treppen verbunden sind. Eure Aufgabe ist es nun, bestimmte Gegenstände zu finden, um weiterzukommen. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, sehr geradlinig sind die verschiedenen Level nicht gerade aufgebaut und so gehört das genaue Erkunden zum Haupt-Gameplay-Element. Zudem gibt es auch viel Backtracking, also das wiederholte Besuchen von bereits erkundeten Abschnitten. Das ist natürlich Geschmackssache, aber die verschiedenen Räume sind so liebevoll gestaltet, da ist es mir gar nicht so sauer aufgestoßen. Apropos liebevoll. Die 8 verschiedenen Level sind sehr abwechslungsreich und einfach schön gestaltet. So gibt es zum Beispiel das obligatorische Wasserlevel, den Garten und so weiter. Es macht einfach Spaß, die Bereiche zu erkunden. Und dabei steht euch zum Glück auch nicht die Steuerung im Wege. Die ist sehr knackig und ihr habt nie das Gefühl, nicht die komplette Kontrolle zu haben. Das Spiel an sich gehört nicht gerade zu den leichten Spielen, da man sich erst einmal ein Bild über die korrekte Vorgehensweise machen muss. Auf der technischen Seite glänzt Dr. Franken 2. Die Grafik ist sehr detailliert und die Animationen passen einfach. Die Musik begleitet euch auf eurer Reiseatmosphäre passend vor sich hin dudelnd. Was taugt Dr. Franken 2 für den Gameboy also heute noch? Im Vergleich zum Vorgänger wurde hier auf jeden Fall noch eines draufgesetzt. Der Nachfolger nimmt das gute Spielprinzip und verfeinert es hier und da noch einmal. Es fühlt sich einfach runder an. Für mich eine klare Empfehlung für Spieler, die gerne mal Level erkunden und eine nicht ganz so lineare Spielerfahrung suchen.